Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn, worin selbst wir es jetzt irgendwie schaffen müssen, diesen ganzen Raum voller Gegner zu einem Raum ohne jeden Gegner zu machen. Und ich würde ja mal den Anfang machen mit diesem Herrn hier. Quietly. Oh. Er hat was bemerkt. Ups. Und das haben jetzt alle bemerkt. Zwei Gegner mit Totenschädeln überm Kopf. Verheißt für mich nichts Gutes. Off you go. Das kann nicht gut gehen. Das kann sowas von nicht gut gehen. Komm, beweg dich. Einer weniger. You can see them. They can't see you. Na, wie sieht's aus? Sehr gut. Ein Totenschädel weniger. Nehmen wir mal einen Feuertrank. Planschi, 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 hört ihr mich nicht? Ein bisschen enttäuschend. Looks like I'm clear. It's nothing. We're alone out here. Lauf, lauf, Aloy. Eins, zwei, drei, vier. Und einer davon war ein Corrupted Scrapper, oder? Bilde ich mir doch nicht ein. Komm.
Wupp. They're still looking. Ja, sollen sie doch. Kommt her. Ja, ja, sehr gut. Komm her. I don't think so. Du hingegen hast einen Pfeil im Kopf. Hello. Das wollte ich nicht. Wie man solche Waffen benutzt, werden wir übrigens später noch lernen müssen, dummerweise. Oh, um Gottes Willen. Upsi. Continue. einmal alles bitte. Ja, dann will ich jetzt diesen Heiltrank. Danke. Und dann möchte ich auch meine Fallen gerne alle wieder mitnehmen. Blastfire Inventory full. Okay. Eine Schatzkammer, irre. Never know when I might need these. Wo mal weiter geradeaus. Ich muss mal einen kurzen Blick werfen. Wir sind doch gerade hier reingekommen durch diese Tür. Achso, nein, die Power Cell haben wir ja schon eingesammelt. So verpeilt bin ich, dass ich mich daran nicht erinnere. Meine Güte, habe ich Hunger. Ich meine nicht Aloy, ich meine mich. Hier wachsen Pilze. Total nützlich. Wow. Ey Leute, das machst du ziemlich krass. So, und jetzt? Da drüben ran? Das ist ja viel zu weit. Das finde ich ja schon fast immer ein bisschen schmerzhaft, dabei zuzusehen.
So, wir hatten jetzt Kletterpuzzle, wir hatten Gegner, wir hatten... Wir hatten Kletterpuzzle, wir hatten Gegner, wir hatten Hologrammpuzzle. Also insgesamt... Ich sammle die mal alle ein. Ich habe gerade keine Lust, mir wirklich alle anzuhören. Edited and approved. War das jetzt der letzte? Use the console. Mache ich, nachdem ich diesen Raum geplündert habe. Okay, ist hier so eine Art Meetingraum. Deployment Records. Was gibt's zu sehen? What is this? That? It's a map. A map of what? Der Welt. Our world. The planet Earth, Aloy. It's not flat like you thought. Why would I think that? During eclipses, the shadow cast on the moon is curved. So our world is a globe. Aloy, du bist großartig. From a distance. We'll discuss this another time. Back to the matter at hand. The Faro robots were spreading across the world, eating everything up. Somehow, Elizabeth stopped them before it was too late. But how? Continue exploring. Hallo, kleiner Katzen-Content. Möchtest du auch wissen, wie Elizabeth die Faro-Roboter gestoppt hat? Ja, so siehst du aus. Oh. Siehst aber auch aus wie jemand, der unbedingt schlafen gehen möchte. Oh, er möchte nicht in die Kamera gehalten werden. Wenn wir den Teil hier durchgehalten, dann können wir spielen. Ist das super? Ich glaube, das ist super. Links, rechts, links, rechts. Hier haben wir noch einen Raum, dem erstmal nichts zu sehen ist. Okay. Ah, welche Rolle spielt wohl Mother's Womb? Na, wahrscheinlich das, was ich meinte. Irgendwie so kryogenische Zellen und so. Oder da sitzt Hades und koordiniert alles. Ist das alles spannend. Ich möchte durch diese Tür. Hinter dieser Tür sehen wir erstmal nichts. Burp. Nanu. Wow. Ach, das ist der Titan, von dem die Rede war. Hammer. Krass. Wow. The eclipse. Tampering with a metal devil. Um Gottes Willen. Wenn ihr das Vieh an den Start bringt, dann haben wir echt ein Problem. Watch out! Was ist das, ein Horus? Lass mich raten, das Ding dreht jetzt. Fine. Another competition. This one can move. Oh, und die Tür hinter mir ist zu. Wie unangenehm. Kill the Deathbringer and the Eclipse. So, haben wir irgendjemanden auf unserem Level oder drüber? Nein. Wir haben dort drüben einen Rappeldown Point.
Okay, dann schauen wir mal, was passiert, wenn wir das hier machen. Die menschlichen Gegner müssen als erstes weg. Das Ganze... Die ganzen Ads müssen aus dem Weg. Stört die Plattform. Das ist nicht das, was ich möchte. Das ist nicht das, was ich möchte. Jo, Aloy, dann, ups, das ist falsch. Was ich jetzt machen muss, ist Inventory. Ich muss den... Close range weapons strip armor components from machines without the need to aim precisely. So, ich befürchte, wir müssen das an den Start bringen. Dann haben wir es mit viel Feuerschaden zu tun. Also brauchen wir hiervon reichlich. Ja, kleiner Katzen-Content. Machen wir alles, sobald ich hier fertig bin. Open Door! Zeig mir das Video nochmal! Tüdelüt! Abbrechen, abbrechen, abbrechen! Ja. Okay, dann machen wir nochmal als erstes das, was ich machen kann. Bomb Nummer 1. Das, was ich machen kann, ohne die Aufmerksamkeit von Mr. Kopesch auf mich zu ziehen. Shit! Oh, um Gottes Willen, er hat uns gesehen. Möglichkeit daran zu gehen. Ich probiere jetzt mal ein paar Sachen aus, ne? Da werde ich ja sowieso ein paar Anläufe brauchen. Ist ja in dem Werfer da.
Heat Vents und Cooling Rods. Hit the machine repeatedly with fire or shock damage to expose them. Naja, wenn du es sagst. Das Dumme ist nur, dass ich wirklich die ganzen... Ich muss die Kultisten irgendwie loswerden. Sonst habe ich da ein monumentales Problem. And this one can move. So, headshot. Einer down. Headshot, zwei down. Jetzt schaue ich mir doch mal an, wie die Patrouille laufen. Ah, stellt sich heraus. Das weiß ich ja. Rechts 1 Highlight Track. Du läufst auch im Kreis. Du läufst da hinten im Kreis. Nutzt mir das irgendwas? Kann ich dich auf die Entfernung ausschalten? Ich kann hier runterrappeln. Das ist gut. Naja, komm ruhig hier noch ein bisschen weiter nach vorne gelaufen. Das ist doch nicht den Track, den du angeblich nimmst. Und was ich ja auch machen könnte, ist da hinten irgendwo eine Feuerbombe reinschmeißen, um die Hasis hier alle abzulenken. Also 1, 2, 3. Ich habe den Eindruck, dass ich gerade eben irgendwie viel mehr vor der Nase hatte. Lauf doch jetzt mal wirklich da hinten um diese Installation rum. Jetzt hätte ich beinahe gepfiffen. Du da, du willst doch hier rumlaufen angeblich. Mach das. Sollst du nicht die Finger am Feuer wärmen? Oh. Wo läufst du denn lang? Das hat dann nichts mit dem zu tun, was das Spiel anzeigt. Okay, wir machen folgendes. Wir probieren noch eine Sache aus. Wir probieren aus... Warte, das ist schon equipped. Ja. So. So, dann macht's da unten Bumm. Ich habe eigentlich gehofft, dass sie dahin gehen, wo die Granate aufgeschlagen ist und nicht da, wo ich stehe.
Skip. Another Kolish. And this one can move. This one can indeed move. Nummer 1. Was? Warum? Warum, 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 warum? Was habe ich denn getan? Was habe ich denn nun getan? Okay, ich probiere einfach mal ein paar Sachen durch. Das nächste Ding, das ich ausprobiere, ist Feuergranaten auf das Vieh werfen. Hiermit. Open door. Zack. Skip. Another Kolish. And this one can move. Und beim nächsten Mal treffe ich ihn auch. Versprochen. Und tot. Ich denke, es war schon nicht verkehrt, zwei zu killen, runter zu rappeln und dann von dort aus weiterzumachen. Ich werde jetzt noch ein paar Durchläufe haben. Das wird ein bisschen experimentieren kosten. Ein Experimentieren brauchen. Another Kolish. And this one can move. Oh nein! Nein, 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 nein. Ich war noch lange nicht fertig mit Leben. Tief durchatmen, Thorsten. Saving these for the trail. Warum bist du da hochgesprungen? Another Kolish. And this one can move. Na Moment, jetzt wenn er tot ist. Ach.
vor. Oh. Nein! Ernsthaft, was soll ich da machen an der Stelle? Weiß ich. Drei Versuche, drei experimentelle Versuche. Wenn ich es dann nicht geschafft habe, ist das Video zu Ende. Und dann muss ich mir das zusammen googeln. Anders kann ich das nicht machen, ohne hier ewig und drei Tage Zeit mit zu verbringen. Wie habe ich es denn geschafft, die ersten paar Male? Gegner auszuschalten, ohne dass er es merkt. Ja, wahrscheinlich, indem er gerade nicht hingeguckt hat. Oder ich könnte ja auch mal mich ein bisschen lautloser bewegen. Das ist ja auch mal eine Ansage. Sagen, was man will, hier liegt echt eine Menge Medizin rum.
fuck. Und da waren doch jetzt wieder erheblich mehr Kultisten, oder? Erheblich mehr als die drei, die ich noch gesehen habe. Ich glaube, dass es möglich ist, dass ich zuerst die Kultisten ausschalte. Noch zwei Versuche. Und ich glaube, sobald die Kultisten ausgeschaltet sind, ist das ein Kinderspiel. Einfach weil der hält auch immer diese Stunts. Nein, nein, nein. Aloy, ducken. Headshot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin so tot. Ich bin so tot. Ich bin so tot. Ich lebe. Warum? Eins, zwei, drei Kultisten. Feuer, 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 Feuer. Da. Das habe ich gesagt, jetzt ist es ein Kinderspiel. Alter, oh. Nur noch ein Versuch. Aber wir sehen ja,
selbst von einem Casual-Spieler wie mich, ist das machbar. Entschuldigung. Also, dachte schon, er bliebe jetzt tatsächlich stehen. Bleibt stehen. Scan. Oh Gott. Shitten mit Flip. Aber sowas von. Den ich da genommen habe. Und diese Barrieren hier, die bieten erheblich mehr Schutz, als ich gedacht habe.
sagst. Und ich reagiere nicht. Ich dödel. Das macht auch richtig Schaden. Allerdings gegen mich. Falsch. So. Quasi keine Haltfläche mehr. Letzter Heiltrank. Holy fuck.
Joa. Dann. Was das wohl? Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bedanke mich wahnsinnig für die Geduld. Sie haben jetzt eine Stunde dabei zugesehen, wie ich es nicht geschafft habe, diesen Gegner zu besiegen. Ich werde mir eine Strategie zurechtlegen. Mal schauen, ob ich mir noch ein paar Items craften kann. Und beim nächsten Mal schaffen wir ihn dann. Bis dahin, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und bis zum nächsten Mal sage ich Tschüss.